Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Ranking Stage Top 14 Games 2022. Und wir kommen zu Platz Nummer 4. Und das ist ein sogenanntes, ja, PS2-eskes Plattformer-Action-Adventure-Game, Wavetale. Das kam vor. Ja, was, wann kam das? Das kam am 12.12.2022 raus, also ziemlich am Ende des Jahres. Das Ding ist, ich hab's gesehen, ich sitze so während der Arbeit, bei der Frühstückspause, guck mir an und dann sehe ich, ein Trailer. Artstyle gefällt mir, ist ja cool. Und ja, dann dachte ich so, hey, holst du dir das Spiel? Dachtest du, pff, Voice of Cards wäre dein letztes Game gewesen. Am Arsch. Und dann habe ich das noch am Ende des Jahres gespielt. Hab's auch dann komplett 100% durchgespielt. Ist es eigentlich ziemlich easy. Wavetale ist an sich kein schwieriges Spiel. Das ist ein wirklich sehr entspannter Plattformer-Jump'n'Run-Action-Game. Wir steuern hier den Charakter Sigrid, also die Charaktere Sigrid hier, die in einer Welt lebt, wo vorher alles mal bewohnbar war und jetzt alles wie Venedig, nur dass die ganzen, also jedenfalls die Welt hier, unter Wasser, also ja, als Insel, als Wasserstadt oder Wasserwelt fungiert, ein bisschen Waterworld-like. Es ist sehr leichtfüßig erzählt, aber trotzdem sind die Dialoge, also wenn es auch nicht viele sind, gut geschrieben. Ich habe sogar mit der deutschen Lokalisation gespielt, die ich ziemlich gelungen finde und die auch ziemlich Spaß macht. Der Grafikstil sah in den Trailern für mich schlimmer aus als jetzt hier im Ingame. Und das Besondere an Wavetale ist ja jetzt das Movement-System hier. Das Besondere auch hier. Ah ja. Man kann hier über Wasser laufen. Und wie man sieht, werde ich hier von einer gewissen Gestalt in Schwarz hier getragen. Sozusagen laufe ich übers Wasser. Hier. Also wirklich, diese Animation ist wirklich toll gemacht. Die Entwickler hier, die Thunderful Games, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie können wir da drumherum unser besonderes Gimmick hier zu machen. Das Gameplay ist sehr intuitiv, sehr, sehr schön gemacht. Und es gibt hier auch ein paar Parcours-Sachen, aber die, wie gesagt, die sind halt jetzt nicht anstrengend gemacht, wie gesagt. Das ist alles sehr griffig gemacht, sehr schnell. Man hat auch hier sehr einfache, wie zu, also am ersten vergleiche ich es mit Beyond Good and Evil, weil es in dieselbe Art von Game fällt. Denn du hast leichtes Combat, du hast einen schweren Schlag, du hast auch eine Stampfattacke. Du kannst hier keine Kombos machen, also relativ abbrechen kannst du es hier nicht. Die Kämpfe sind auch, auch nicht hier irgendwie Ziel des Ganzen, sondern der Ziel des, also der Fokus des Ganzen hier ist tatsächlich das Gameplay. Und wie gesagt, Artstyle und so, also das ist wirklich ein Game fürs Auge, fürs Gefühl, auf ein tolles Abenteuer. Der Soundtrack ist von der Atmosphäre her gibt es auch sehr viel her. Und so generell, ja, gibt es hier sau viele Sachen hier zu tun, an sich nicht so. Also es ist klar definiert, was man hier so machen kann.
Die Fortbewegung hier, wo man sich hier auf dem Wasser bewegt, ist wirklich fantastisch. Die Bedrohung hier kommt natürlich hier von dieser schwarzen Wolke und somit kommt es auch mit der schwarzen Gestalt, die uns die Fähigkeit gibt, hier übers Wasser zu laufen, wortwörtlich. Ne? Also wir laufen quasi übers Wasser. Aber wenn ich jetzt hier so dasche, also beziehungsweise die Lauftaste gedrückt halte, dann ja, wave ich hier über das Wasser. Es nutzt übrigens auch die Vibrationsfunktion hier von dem DualSense Controller, was wirklich schön ist. Und in verschiedenen Gebieten kommen auch verschiedene Musik. Und wie ihr seht, das Momentum hier vom Gameplay, ich kann ganz genau steuern, was ich hier, wie ich hier zum Beispiel was machen kann. Wir haben auch einen Dash, den wir unendlich machen können. Ohne irgendwelche Energieleisten oder so. Also der Charakter hier, Sigrid, also die Charakterin hier, Sigrid, ist komplett fertig. Es gibt vielleicht ein paar Soundprobleme hier und da. Aber das sind ganz kleine Mankos, wenn man darüber hinwegschauen kann. Das Game ist für 30 Euro zu haben. Das Ding ist jetzt, wie lange ist es? Ich habe für alles, also jetzt 100%, also Platin oder je nachdem 1000 Gamerscore. Nicht alle Sachen sind auch vertont. Ne? Aber der Artstyle ist herrlich schön kindlich geheilt, also kindlich in dem Sinne schön gezeichnet, ein schöner eigener Artstyle. Das Charakterdesign von unserer Sigrid hier, wo wir hier durch die Gegend hier erkunden und laufen, ist wirklich schön. Und hier gibt es zum Beispiel Autosachen. Und hier zum Beispiel, ich kann zum Beispiel direkt steuern. Ja, dieses Dim, Dim, Dim und loslassen. Also das ist wirklich, du hast die volle Kontrolle über den Charakter. Das ist super toll. Also wirklich, das ist so sau direkt. Und das macht das Ganze auch total aus. Die Länge. Das habe ich ja gar nicht gesagt. So, ich habe so mit allem 7 Stunden gebraucht. Da muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, für 30 Euro ist es einem wert? Und dabei, dieses Spiel setzt jetzt keine besonders krassen Grenzen auf. Und ja, also wie gesagt, es gibt ein paar Plattformpassagen, die wirklich sehr gut ineinander greifen. Also die ganzen Parcours-Sachen, die sind auch sehr bedacht und sehr gut designt auf das ganze Gameplay hier. Und das ist alles in einem echt krassen, super schönen Momentum hier eingefangen. Aber was ich suche, ist eigentlich eine bestimmte Person. Denn ihr seht ja, ich sammle ja so ein paar Sachen ein. So eine Währung, Münzen. Ja, was kann man damit machen? Man kann sich hier verschiedene Kleidung für Sigrid holen und die haben nichts im Gameplay zu tun. Also die tun dem Gameplay nichts, die erweitern es nicht, die erhöhen es nicht oder verschlechtern es oder verschlimmbessern es, sondern das ist einfach nur da für die reine Optik. Wenn man seine individuelle Sigrid hier spielen kann, was ich finde, ja, kann man machen, muss man aber nicht, wie man hier sieht. Ich bin auch völlig zufrieden hier
also völlig d'accord damit, mit dem Originaldesign vom, vom Original. Und die Story treibt einem, wenn man sich darauf einlässt. Es ist halt ein leichtfüßiges Action-Adventure und das sehr auf Plattforming setzt, weniger auf den Kampf. Die Bossfights sind auch über allen Zweifel erhaben, übersichtlich gemacht. Es sind auch jetzt nicht die allerschwersten. Das muss man sich immer vor Augen halten. Es hat auch keine einstellbare Schwierigkeit. Es hat eine einzige Schwierigkeit, also eine vorgegebene. Und ich glaube, am Ende gibt es einen richtigen Fight. Huh? Was ist denn jetzt los? Das habe ich noch nie gehabt, dass mir das Spiel abstürzt. Oh Mann. Und dabei wollte ich doch nur den bestimmten Shopführer gucken. Das ist mir übrigens tatsächlich noch nie passiert. Ja. Aber ich glaube, das Problem liegt an der Engine, dass die sich ein bisschen beißt. Liegt vielleicht auch an der Programmierung. Also, schade, dass das jetzt hier gerade in dem Video passiert ist. Das habe ich in meinem ganzen Gameplay-Verlauf längst nicht gehabt. Wie gesagt, es gibt ein paar Sound-Aussetzer. Das kann wahrscheinlich auch an der Umsetzung liegen, aber jedenfalls ist das Multiplattform zu haben. Ja, für 30 Euro muss man selbst wissen, ob man hier sein Geld hier investiert. Oh, das hast du nicht bekommen. So. Gebiete sind auch sehr individuell. Na, da komme ich nicht hin. Naja, so ein paar Soundaussetzer gibt es. Aber wie gesagt, die Charaktere sind auch super animiert. Aber viel mehr würde ich auch vom Game jetzt nicht zeigen wollen. Außer vielleicht dem Seemann, woher man seine Klamotten kaufen kann. Aber dafür bin ich viel zu weit weg. Man kann auch Momentum aufbauen, also wenn man Sprungtaste gedrückt hält beim Dashen von, wenn man gerade hier über das Wasser gleitet, dann sieht man, hey, und wenn man nochmal dasht, dann hat man noch ein kurzes Momentum und man sieht, ich habe die volle Kontrolle. Das ist fantastisch. Steuert sich wirklich einwandfrei, intuitiv. Man muss gar nicht nachdenken. Und das sind, ich sag mal so, das sind so solche Games, wo ich sage, hey, das ist doch super schön, dass es solche Games heutzutage tatsächlich noch gibt. Wir leben sowieso gerade eine Art PS2-Renaissance. Naja, wie gesagt, Gungrave ist wieder gekommen, was ich, wie gesagt, mich nicht ganz jetzt bekommen hat. Aber Gungrave ist auch so ein Anfang, Mitte PS2-Ära-Game, Character-Action-Game, wo wir die nächste Platzierung hier gucken, ist auch wieder gekommen. Oh, das habe ich, aber das habe ich ja verpasst. Und die Aufgaben sind ganz klar, also... Oh, scheiße!
Ach so, ich glaube, ich muss stampfen, ne? Oder nicht? Musste ich tatsächlich hier irgendwo hin? Ja, aber wie gesagt, also es gibt auch Momente, wo man einfach nur die ganze Zeit hier surft. Ich kann ja mal die Karte zeigen. Und das ist die ganze Welt. Es zeigt auch an, wo du gerade bist. Finde eine Verlobungsring. Ja, es gibt ein paar Sachen, die man noch so machen kann. Das ist die ganze Welt. Und dann kann man hier nochmal sich Tutorials hier angucken. Ich finde generell ja Action-Adventure bzw. Plattformer, die einen Doppelsprung haben, immer ziemlich gut. Kerzenhügel. Kann man sich das Ganze hier angucken. Es hat einen sehr guten eigenen Charakter, was man sagen kann, hey, das hat was. Also das hat tatsächlich was. Und das hat mich am Ende des Jahres an sich wirklich gut unterhalten. Die ganzen Charaktere, die hier gezeigt werden, die Umgebung, die Welt, es hat ein gutes eigenes Worldbuilding. Und das in einem kleinen, feinen Game zu zeigen, beziehungsweise hier in einem kleinen Titel. Ich will nicht sagen, dass es schon ein Indie-Titel ist, sondern das ist schon ein eigenes, gutes Game, was man aber leicht übersehen kann heutzutage, wo solche Games nicht nicht gang und gäbe mehr sind. Und ich bin dankbar für sowas und ich mag das ziemlich gerne. Und wenn ihr, wie gesagt, Bock habt auf einen entspannten Plattformer-Action-Game, der ja ein sehr intuitives Gameplay hat, ja, mit Substanz. Also wie gesagt, der Rollerdrome ist ja total Style. Style mit einer kleinen Story, aber wo das Gameplay wirklich im Vordergrund ist. Und der Action-Style. Hier, Wavetail ist eher das noch mit Substanz. Es hat eine Welt. Es will eine Story erzählen, es ist sehr, naja, es ist relativ sehr geradeaus, ne? Es hat offene Gebiete und dann öffnen sich Sachen und es gibt ein paar kleine Nebenquests, wo man kleine Stories noch erfährt und die Sequenzen, die vertont sind, beziehungsweise ihr könnt es in jeder erdenklichen Sprache, glaube ich, anmachen, also Französisch, Englisch, Spanisch und hast du nicht gesehen und deutsche Vertonung ist auch da, die ich in Ordnung finde, könnt ihr aber natürlich auswählen. Und ich würde sagen, Wavetail verdienter Platz 4, da es mich wirklich top unterhalten hat. Sehr gerne die 100% gemacht habe, ich sag mal so, es gibt Rennen, es gibt abgesteckte Rennen und von einer gewissen Figur, die man später trifft. Also am Anfang des Spiels schon, aber man trifft sie nicht gleich am Anfang, sondern ein kleines bisschen später. Und die kann man noch machen und dann gibt es sogar ein Achievement, wenn man mit dem Seemann spricht, der ja Schenkelklopfer-Witze reißt. Kann ich euch an sich echt empfehlen, wenn ihr auf ja Action-Adventure im Stile, also von den Vibes her von Beyond Good and Evil mögt. Oder PS2-Plattformer mit keinem schwierigen Kampfsystem. Aber ich muss auch sagen, das ist schon eine Kunst, sehr intuitives Gameplay mit einem eigenen Stil, einer eigenen Welt und zu Ende erzählten Story. Also es gibt keinen Cliffhanger, sondern ganz einfaches, kleines Action-Adventure, das man durchgespielt haben soll. Und ich finde, das ist wirklich für mich verdienter Platz Nummer 4. Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Titel und kommen wir schon zu meinen Top Nummer 3. Und das sehen wir dann gleich.
So, und kommen wir jetzt zu meiner Top 3, und zwar Platz Nummer 3 hat sich Solstice verdient. Solstice ist ein eindeutiges Character-Action-Game, das sich mehr an Devil May Cry 1 richtet. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ist von einem italienischen Entwicklerstudio von, wie ihr hier seht, Replay Games. Und Krampfanfälle. Ja, ich sag mal so, das ist jetzt ist vielleicht ein bisschen den Kampf geschuldet, wenn man solche Games nicht gewohnt ist, von der Steuerung her. Aber wenn man tatsächlich hier Access? Ach ja, Credits, Hilfe und so weiter und so fort. Das Tolle hier ist, wenn man sich Solstice holt, man braucht für einen Durchgang locker 18 bis 20 Stunden, wenn man vielleicht gewisse Sachen macht. Denn es erzählt eine echt gute, große Handlung. Ich würde jetzt nicht sagen, eine sehr anime-mäßige Handlung. Es gibt wie Character-Action-Game üblich, also Devil May Cry übliche Herausforderungen, wo man sich dann gewisse Kristalle hier holen kann. Ich kann ja mal was zeigen, weil wenn ich das Hauptgame zeige, mache ich vielleicht. Ich zeige mal gleich im ersten Kapitel. Wir steuern hier unseren Hauptcharakter Loot. Vertont durch Stephanie Houston. Es gibt auch einen Devil Trigger Modus. Diese Sequenz kann man natürlich überspringen, aber ich lasse es mal jetzt mal für euch an. Und die Inspiration ist, also viele sagen irgendwie mit Berserk, ich glaube das Einzige, was an Berserk erinnert, ist das Schwert. Mich erinnert es mehr an die Manga-Anime-Vorlage. Ja, schon kaputt, weil das viel zu krass ist. Herausforderung geschafft. Platin. Und dann kriegt man hier rote Orbs. Und es gibt diese Seelensteine. Aber ich würde mal sagen, wir starten doch mal ein Kapitel. 25 Kapitel hat das Ganze hier. Die Erinnerungen geben auch gute, wie nennt sich das? Geben gute Einblick in die Charaktere selbst, also wie das dazu kam, dass Lud und die Schwester hier sich dafür entschieden haben, dieses Schicksal einzugehen. Und ich finde trotzdem, es hat mehr mit Claremore zu tun. Also Claremore, den Manga-Anime-Vorlage, die man sehr krass spürt hier in allen Poren. Berserk vielleicht allerhöchstens in der ganz düsteren Artstyle und Aufbau hier, wie die Welt aufgebaut ist und vielleicht der Waffe. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass die Waffe hier. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass die Waffe hier so sich transformiert hat. Ich meine, das tut sie auch in Claremore nicht, aber in Claremore gibt es auch dicke Waffen. Aber diese Chimären, diese ganzen, dieses ganze, die ganze Thematik, dass man sich, ja, diese Organisation ist da, um solche Probleme zu lösen. Es werden auch solche Chimären geschickt, ne? Claremore, haha. Und so weiter und so fort. Also ich finde das ziemlich. Es hat trotzdem eine ganz eigene Sprache. Ich finde auch die Technik ist hervorragend gemacht. Also ich hatte absolut keine Probleme. Man kann hier im Laden jetzt natürlich ein paar Items auch holen.
Und natürlich gibt es hier auch. Ah, Briar, Entschuldigung. Lute ist die Schwester und unsere Hauptcharakterin heißt Briar. Übrigens, die Kapuze trägt sie über das erste Kapitel, bis sie einmal hinfällt und nie wieder anzieht. Hey, okay. Ist so. Das einzige Manko, was ich vielleicht jetzt hätte an diesem Game, die ganzen Waffen hier, die man später im Spiel bekommt, und diese ganzen Sachen hier, um zu verbessern, kosten arschviel Ressourcen. Und das könnte wirklich ein bisschen, ja, das schaffst du nicht alles in einem einzigen Spieldurchlauf, da die Leute nicht genug abwerfen. Bei Loot ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Da muss man nicht alles verbessern. Das ist nämlich dein Combo Extender, dein Schutzgeist, aber auch sehr gut ins Gameplay individualisiert. Denn es gibt Gegner mit blauen Schimmern und roten Schimmern, die vielleicht an die blödeste Mechanik von Castlevania Lords of Shadow erinnern vielleicht, aber hier ist das doch recht gut eingebunden. Man hat nachher den Rausch. Den Rausch, das ist halt der Devil Trigger Modus. Und man kann sich so verbessern, dass man nachher einen eigenen Devil Trigger hat mit ganz eigenen Stats. Und das ist doch wirklich geil, dass man doch hier sehr viel Individualität hat. Was auch schön ist hier, dass man hier in einem kleinen Schnipsel hier sieht, was die Skills hier bringen. Also seit DMC kann man hier super toll sehen, was man hier, also beziehungsweise Devil May Cry 4 gab es diese Videos schon, aber DMC hat es berühmter gemacht, dass man hier sieht, was der Charakter hier macht. Und das ist doch wirklich mega cool. Wenn man alles natürlich gemacht hat, ist Loot der ultimative Begleiter. Und die macht alles. Die schützt dich, die schießt die ganzen Sachen. Man kann auch parryen. Und ja, wollen wir erstmal in die Story mal kurz reinschnuppern? Wollen wir mal gucken? In den Artstyle. Und ich hab's ja maximal zweimal durchgespielt. Da ich sagen muss, okay, es ist ein starker Titel für ein Erstlingswerk. Also es ist jetzt nicht das erste Spiel von Reply Games, aber für das erste große Spiel, was sie vor einem Jahr auf der Gamescom, also 2021 auf der Gamescom gezeigt haben und dann 2022 es rausgebracht haben, was leider ein bisschen untergegangen ist, was ich schade finde. Falls ihr Stephanie Houston nicht kennt, sie war das Model und die Stimme von. Oh, wie hieß sie nochmal? Ebenfalls bei Metal Gear Solid 5. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das hier auch Next Gen Level ist, aber es ist sehr sauber. Die werden übrigens beide von Stephanie Houston vertont. Quiet, genau. Sie war Quiet in Metal Gear Solid 5. So, man denkt jetzt so, wieso habe ich keine Free Camera? Wie ich sage. Es ist eine Liebeserklärung an den ersten Devil May Cry. Und dann weiß. Und es wird ganz.
Es wird ganz klar gemacht, was das für ein Game ist. Das Ding ist, es ist jetzt ein Spiel, was man vielleicht jetzt, wenn man keinen Fan, also wenn man jetzt nicht speziell kein Fan ist hier von dieser Art von Spiel, dann wird man sagen, naja, das sieht jetzt aus wie ein ja, PS2 Character Action Game. Indeed, da gebe ich euch recht. Aber für mich macht es ein bisschen mehr als nur yes, wir wollen euch an die gute Zeit erinnern und wir wollen, wir machen jetzt einfach Devil May Cry im Gameplay nach. Nein, das Gameplay ist deutlich simplifizierter. Man kann auch flüssig hier zwischen den ganzen Waffen hier wechseln. Und dann hat man, ich glaube dann, ach so, ich muss, ach ja. Boom. Ich glaube, das war die Starkattacke, ne? Ja, aber definitiv kann man hier alle 6 Waffen sofort hier reinwechseln. Also sie ist quasi wie Dante in Devil May Cry 5. Ziemlich viele Optionen, aber es ist jetzt nicht so hoch anspruchsvoll wie ein Devil May Cry. Aber es hat seinen eigenen Gameplay-Vibe, also seine eigene Identität, dass man ganz klar sagen kann, dass man doch echt sagen kann, hey, das ahmt nichts nach, sondern es will schon eine eigene Duftmarke sein. Natürlich, es ist jetzt natürlich ziemlich schwer, wenn man jetzt sagt, hey, Devil May Cry ist der Peak oder der Godfather of Character Action Games. Aber wo ich sage, wo ich gesagt habe, hier, so ein Solstice, das weiß ganz genau, wie man, also das Gegnerdesign, also die Kämpfe hier, die einem vorgesetzt werden, die sind ganz genau designt auf diese Kämpfe. Und das ist so ein Problem, wo ich sage, das, was God of War Ragnarök nicht schafft. Ne? God of War 2018 hat das verstanden. Vollgeladen, du hast genug Asche. Ach so, ich habe genug. Ach so, blau-rot. Ja, man hätte hier einmal einen Dash. Also die Tastenbelegung ist auch natürlich weird. Also das muss ich zugeben. Die Tastenbelegung ist echt weird. Sie ist jetzt nicht japanisch. Aber man kann sie frei belegen. Ob man damit sich jetzt arrangieren kann, ist eine andere Sache. Aber ich finde gut, dass man das machen kann. Natürlich die Einführung der Gegner. Ah, und die Mucke. Man hat auch gewisse Finisher.
die man zum Beispiel in Devil May Cry so nicht hat. Also es nimmt sich auch gewisse Gameplay-Elemente, beziehungsweise also diese Fatality, diese Finisher, nimmt sich schon was von God of War. Und dieses goldene Schimmern war zum Beispiel dafür da, dass ich zum Beispiel meine Special-Fähigkeit machen kann. Also wie bei Devil May Cry, wenn ich schon sage... Oh. Dieses Schimmern. Und jetzt würde meine Special-Fähigkeit jetzt rauskommen. Also beziehungsweise mein Special-Attack. Und die halt zum Beispiel jede Waffe. Und jede Waffe schimmert dann einmal. Und das war früher in Devil May Cry halt die eine Combo, ne? Dieses 1, 2 und dann Combo. Ne, man kann das auch so machen, dass man das hier boom, in die andere Waffe sofort reincancelt. Also das ist... Die Gespräche, also beziehungsweise wie die Charaktere hier auf die Welt reagieren, beziehungsweise die Situation, ist wirklich groß inszeniert. Also, man kann es auch, also, ich sag mal so, Solstice kann man sich sowohl für das Gameplay als auch auf ein cooles kleine, also auf ein cooles, ja, großes Epos, großes kleines Epos, ne, holen, denn die Story ist auch nicht ohne. Und... Aber das muss man lenken. Und jetzt könnte ich zum Beispiel in meinen Devil Trigger Modus kommen. Überspringen. Yep. Und da kann man abgehen. Das ist nämlich ein Devil-Trigger-Modus, wo man nicht nachdenken muss, sondern dann kann man einfach richtig abgehen. Das kann man natürlich dementsprechend, je nachdem welchen, sagen wir mal, Stil von Devil-Trigger man hier machen will. Je nachdem reagiert auch Loot dementsprechend. Loot, Briar. They're drawn to us like moths to flame. They can't resist the lure of life. Even though it comes from us. Ja, aber wie gesagt, diese festen, diese weiten Kameraperspektiven und so, das ist nicht gedacht so, um zu zeigen, oh, was ist das jetzt für eine blödere Kameraeinstellung, sondern es soll auch ein bisschen das, das Level-Environment zeigen. Also, ne, wissen die eindeutig ein bisschen die Welt. Wir haben auch natürlich einen Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob man das verbessern muss, aber ich glaube, das hat sich schon. Ah, es passiert auch immer was mit der Welt, beziehungsweise in dem Gebiet, was wir hier tun. Sister, was war das? The observer. The sooner we get him, the better. Ja, es gibt ganz klare Regeln hier in dieser Welt, die nach und nach für uns sich auch öffnen.
Special! Boom! Alter. Ja, das sieht cool aus. Leider überleben die nicht so lange, dass sich zum Beispiel, wie ihr hier unten links seht, wenn dieses Viereck kommt, also beziehungsweise der Rahmen, der sich weiter dem Ganzen nähert, dann kann ich am Ende meine Special Attack, also eine ganz große Special Attack, loslassen, das nochmal ordentlich Damage macht, beziehungsweise ein gutes Mächtigkeitsgefühl nochmal gibt. Ah ja, und hier sind die Herausforderungen. Also umgucken lohnt sich, beziehungsweise die Levels bieten das ein bisschen. Die Hauptwaffe, also der leichte Schlag und die Heavy Attack ist dann nachher immer die Zweitwaffe. Also auch wirklich, man kann es sehr gut steuern. Und die Sounds auch. Die Sounds sind auch sehr gut gemacht. Aber man kann auch locker mit den Standardwaffen hier hier gut überleben. Also das ist hier nicht so ganz ohne. Ja, Ladesequenzen gibt es trotzdem, aber sie sind nicht so lang. Also wie gesagt, Solstice, das hat wirklich einen tollen eigenen Stil und es nimmt sich die Inspiration und macht was Eigenes draus. Und das finde ich toll. Blood which is immortal is bound to be reborn. But the Shaper had no hand in your creation. Did he, sweet sisters? You're our observer. I am Layton. How exactly? An observer's talents won't be of much help in this fight. Oh, I fight for the Order of the Ashen Blade. My presence here is proof enough of my worth. You are said to be unstable, unruly, and unwilling to follow orders. Our fame precedes us. Why do you taunt us? Your shade is speaking. And to me, how quaint. Somehow, your authority as an observer is not enough to silence her. Ich meine, Briar ist auch so charakterisiert, die ist schon hart im Nehmen. Sie wirkt schon cool, aber nicht so übertrieben jetzt cool. Aber sie ist kühl. I doubt the Order will be able to hide this one from the masses. And once it was open? Many were corrupted, others were possessed. They sought to the rest. The Order did not foresee it this time. That is why you were called. You and your two comrades. Three chimeras. At least the Ashen Blade is sparing no effort now. Well, two chimeras. And you. Hm? So caustic. Where are the others? Strangely, those two did not wish to wait for you. You should hurry. Find them. And if you can. Hm? Don't scowl at me. I can offer powerful assistance if you do well. Then let us pray you remain safe. Indeed. May the torchbearer light your way.
Entschuldigung. I may shape or grant you fortune in this life. If that's what you can call it. The freight elevators will take you where you need to go. Good. Perhaps you will prove us all wrong. I will be watching. Also wie gesagt, also dieses Character Action Game hat ein ganz klares Worldbuilding. Die wird ganz schnell klar, also die werden super die Charaktere dargestellt. Es wird sehr viel gesprochen. Es wird sehr klar gesprochen. Hey, wir sind hier die Suicide Squad, ja? Wir sind hier wir sind entbehrbar, ja? Wir sind die Expendables. Ja, wenn wir drauf gehen, hey, dann schicken die neue, ja? Wir haben jetzt gerade ein Problem. Warum ist dieser Riss hier? Was zur Hölle ist hier passiert und so weiter und so fort. Und für den ersten Teil von Solstice, also ich kann nur soweit sagen, es könnte enden. Es hat ein Ende an sich, aber es deutet doch auf weitere Ereignisse und ich bin ziemlich angetan von dem Ganzen. Man kann natürlich noch sprechen über die Waffe, ne? Geistreiche Bemerkungen. Der Riss, der Anhänger. Man kann echt über die Welt komplett. Und das ist alles vertont. Das ist wirklich toll. Und, May the torch better light your way. Und das ist so toll gemacht. Natürlich ist das hier aufgeteilt wie ein Character-Action-Game. Denn, der Style soll natürlich bleiben. Hey, Devil May Cry 1 was the. Was the experience? Wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen einspiele und so weiter und so fort. Dann würde ich das schon. Ah, das Spiel gibt ja auch weiterhin Tipps. Das kann man einstellen. Übrigens kann man auch einstellen, ob man die Tasten gedrückt haben will. Für bestimmte Sachen oder dass man einmal drückt und es passiert sofort. Ich würde daher erstmal in den Einstellungen auch gehen. Man kann auch die Schrift ändern für groß, klein. Also Einstellungsmöglichkeiten für ein, sagen wir mal, Double-A-Spiel. Gerne gesehen. Ist es jetzt das Ende auch vom ersten Kapitel? Ich weiß es nicht. Docs, Ausblick von Brücke von Aldemir. Ja, das ist einfach so Abgehmodus. Ne? Man sieht hier auch die Verstückelungen, die gehen ein bisschen weg. Ne? Die Gegner sind auch genauso verteilt. Also, es wird nachher anspruchsvoller, Leute. Also, ne, das ist natürlich jetzt erstmal die Atmosphäre, der Weg dahin. Es ist wirklich, wirklich auch. Ja, also ich finde dieser fester Style. Diese ganz klare Vision. Hier haben Replay Games wirklich, wirklich, also auch kein festes Datum genannt, bis sie wussten, alles klar, das hauen wir jetzt raus, weil unser Produkt, fertig ist. Ja? Das hauen wir jetzt raus. Achso, übrigens, was ich jetzt hier mache, das ist eigentlich ein Bonusweg. Da hinten ist zum Beispiel jetzt so ein Splitter, wie man von Devil May Cry kennt. Wenn man man sammelt erstmal drei, damit man hier seine Lebensleiste erhöht. Und das ist das. Und das ist das Einzige nochmal, was man hier erhöht. Den Devil Trigger, den
verfestet man viel mehr durch Loot. Man kann auch Auto-Parryen, also ich glaube, also man kann parryen, aber da muss man Dreieck, glaube ich, drücken oder so. Ich finde auch, die Lichtverhältnisse sind toll gemacht, auch die grafischen Einstellungen. Also hier wurde sehr ganz gut bedacht, wie man hier das Ganze programmiert und so weiter und so fort. Und das gefällt mir nun mal. Ich bin nun mal ein Fan von Character Action Games. Und ich finde es toll, dass Solstice zum Beispiel den Anfang jetzt macht. Achso, man kann hier auch... Einstellung? Ach ne, ich glaube, man muss das hier drücken. Fertigkeiten. Ach ja, man kann auch hier... Man hat hier im Spiel Herausforderungen. Perfekter Konter. Ne? Das ist zum Beispiel das, was ich meinte, dass man hier... zum Beispiel hier gucken kann. Auch sehr intuitives Gameplay. Also... Man spielt es und man versteht es. Und das ist echt toll. Und das Spiel fühlt sich auch dabei heran. Klar, das Kampfsystem... Ich sag jetzt nicht, dass es so umfangreich ist wie ein Devil May Cry, aber man muss auf diese Art von Game schon stehen. Ja, man merkt schon hier, ne, wo die Ladezeiten hier kaschiert werden. Aber ich glaube, das ist auch gewollt. Ich weiß nicht, ob damit jetzt tatsächlich Ladezeiten kaschiert werden. Der Endboss-Fight, der hat es auch ein bisschen in sich. Ich finde es manchmal einfacher als bestimmte Encounter. Manche Encounter sind da deutlich knackiger. Na? Und jetzt. Mega Attack! Ich habe halt nicht alle erwischt, weil ne? Also man muss auch sagen, die Special Attacks, die je nachdem, die decken auch nur eine gewisse Fläche ab. Aber das ist schon. Ich glaube, dass wir erreichen auch gleich das Ende vom ersten Kapitel. Ich meine, der Style bleibt weiterhin düster. Ja? Wir sind ja hier die ganze Zeit auf diesem Gebiet, weil hier unsere Mission ist. Und wie gesagt, also ich kann jedem empfehlen, der Bock auf Character Action Games hat, der es auch unbedingt braucht. Sonst wartet auf den Sale, aber ich kann euch das echt wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, Technik stimmt, Story stimmt, das Worldbuilding stimmt. Das Gameplay ist jetzt nicht Devil May Cry schwierig, aber... es ist ein guter Anfang und es macht auch, es setzt auch eigene Akzente, vermischt auch die, die Inspiration zusammen und macht was daraus Eigenes. Und ich finde das echt gut.
Und das hat, und ich finde auch, das sollte auch mehr, ich finde auch, das sollte mehr, Aufmerksamkeit bekommen, denn ich finde, solche Games, werden auch nicht jeden Tag gemacht und ich würde mich auch freuen, wenn es davon eine Fortsetzung geben wird, denn es bietet ja noch viel mehr Nährboden für ein weiteres Spiel und das würde dem Entwickler auch die Möglichkeit geben, ihr Gameplay viel weiter mit neuen Mechaniken zu erweitern. Und ja, und das wäre mein Platz Nummer 3 meiner Top Games 2022. Wir nähern uns dann langsam im nächsten Video dann meinen Top Games 2022. Ich erwähne das extra hier, da Platz 1 und Platz 2, da konnte ich mich, die sind sehr nah beieinander und ich glaube, ich kann das das nachher gut erklären können. Auf jeden Fall, das wär's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir, nochmal in meine Top Games hier reinzugucken, vor allen Dingen in Platz 4 und Platz 3. Und ja, wenn euch nicht nur meine Ranking Stage hier gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Top Platz 2 und 1 meiner Top Games 2022. Ich bin IK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns. Bye bye!